Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Schwonse. Ich bin der Leiter des Dogfest München und ich freue mich auf ein außerordentliches Filmgespräch, nämlich mit Lars Rieken, Florian Kringel und Heiko Hesse. Hallo, guten Tag. Hallo. 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 Wir führen ein kurzes Gespräch zu dem Film Nachspiel, in dem Sie alle drei Protagonisten sind. Ich glaube, ich muss Sie nicht weiter vorstellen, aber ich tue es trotzdem für den Fall, dass dieses Video jetzt jemand sieht, der Sie nicht kennt, nämlich Heiko Hesse ist jetzt Ökonom, war früher Jugendspieler beim BVB. Lars Rieken kennt, glaube ich, jeder. Jetzt Jugendkoordinator beim BVB und Florian Kringel, Spieler des BVBs, jetzt Spielerberater. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Top. Top. Okay, vielleicht eine einführende Frage, um Sie ein bisschen näher kennenzulernen, für die, die Sie wirklich nicht kennen. Die erste Frage muss natürlich an Lars Rieken gehen. Ich frage Sie wirklich sehr persönlich, weil ich war früher auch Leistungssportler, nicht so erfolgreich wie Sie. Und ich habe mich immer gefragt, wenn man so ein Erlebnis hatte wie Sie am 28. Mai 97 in München, dieses Tor zu schießen, dieses 3:1, wie oft kommt das vor, dass Sie daran denken oder sogar davon träumen? Wie oft erlebt man diesen Moment nach? Ja, also nicht mehr so oft. Ist ja inzwischen auch deutlich über 20 Jahre schon her. Also ich muss nicht jeden Abend mir das Tor nochmal auf Video anschauen, damit ich gut schlafen kann. Aber natürlich wird man oft angesprochen, jetzt ja auch wieder, sag ich mal, als Eröffnungsfrage. Und wenn ich mal Interviews gebe, ist dann natürlich auch immer ein Thema. Dementsprechend werde ich dann natürlich schon oft mit konfrontiert. Aber es ist tatsächlich so, dass meistens die Fans mir sagen, wie sie das Tor erlebt haben. Und danach, wenn ich danach gehe, waren die meisten in dem Moment, wo ich das Tor schieße, entweder auf Toilette oder Bier holen, weil sie natürlich gedacht haben, okay, jetzt Auswechslung, jetzt haben wir, weiß nicht, 2, 3, 4 Minuten Zeit, schnell auf Toilette zu gehen oder einen losgeschickt Bier holen. Naja, da hatte ich dann schon das Tor geschossen. Also solche Geschichten kriege ich dann zu hören. Also es gibt schlimmere Schicksale als meines. Yeah. Ich war nicht auf Toilette und habe kein Bier geholt. Ich war auch noch zu jung dafür, Bier zu holen. Ich habe es live gesehen und ich habe es noch genau vor Augen. Was haben Sie denn mal für einen Leistungssport gemacht? Radsport, Straßenradsport. Ah, okay. Deshalb die dünnen Arme und dicke Beine. Richtig. Herr Kringel, meine Frage an Sie ist natürlich jetzt aktuell die Situation, Corona-bedingt als Spielerberater. Verändert das die Situation jetzt gerade völlig oder geht im Hintergrund alles weiter? Ja, es geht schon weiter, aber es hat sich natürlich insofern verändert, dass viele Vereine nicht wirklich planen können, was sie zur Verfügung haben, weil doch in den meisten Vereinen große Unsicherheit herrscht. Bis vor kurzem war es dann auch unklar, ob überhaupt auch die erste oder die zweite Liga weitergespielt werden kann. Und in der dritten Liga ist nochmal eine Sondersituation, weil die ja nicht unter dem Dach der DFL steckt und da auch ja, die Meinungen sehr geteilt sind, ob überhaupt weitergespielt werden soll oder nicht. Und auf der anderen Seite haben viele Vereine auch ein bisschen mehr Zeit, sich mit Spielern auseinanderzusetzen. Das ist wiederum gut, aber natürlich hat das alles auch einen starken Einfluss auf unsere Arbeit. Und ja. Wir gehen davon aus, dass ich sag mal, die Transfervolumen sich zumindest in den nächsten 2, 3 Transferfenstern ein bisschen verringern werden. Aha, die Presse schreibt ja schon vom Corona-Bonus oder Corona-Nachlass, habe ich gelesen. Okay, mal schauen. Herr Hesse, Sie sind der Einzige von Ihnen dreien, der nicht mehr im Fußballgeschäft tätig ist. Meine Frage ist, vermissen Sie das? Vermissen Sie die Kollegen? Vermissen Sie diese Welt? Ich meine eigentlich nicht. Das ist ja auch schon fast 20 Jahre her. Ich sage immer, dass ich eine sehr schöne Zeit im Fußball gehabt habe. Mit sehr netten Freunden lange gespielt habe, habe die Welt gesehen, haben auch ein paar Pokale gewonnen. Aber wie es auch im Film beschrieben wird, habe ich einen anderen Weg eingeschlagen mit der Uni. Und dann jetzt den Beruf als Ökonom beim internationalen Währungsfonds. Und natürlich denkt man manchmal noch an die Zeit zurück, wenn man sich mit Freunden unterhält oder man ist zu Hause zu Besuch in Dortmund und man trifft Freunde auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt, dann redet man über die alten Zeiten, aber sonst hat man halt wenig Wehmut. Also es stimmt schon, dass der Fußball, der begleitet einen so durch das Leben, so als Leitfaden, vor allem wenn man
sehr jung, sehr intensiv Fußball spielt. Ich meine, man nimmt auch sehr viele Dinge aus dem Fußball mit, auch ins spätere Leben. Ne? Also ist es nicht so, dass man Wehmut hat, aber man hat immer noch sehr schöne Erinnerungen an den Fußball. Ja. In dem Film Nachspiel geht es ja auch darum, um die Entwicklung. Das ist ja eine einzigartige Langzeitbeobachtung jetzt, die meines Wissens so im deutschen Profifußball keine andere Langzeitbeobachtung dieser Art gibt. Und es geht ja darum, eben wie so Karrieren verlaufen. Und die sind ja bei Ihnen allen sehr unterschiedlich verlaufen. Meine Frage ist, wie haben Sie die Dreharbeiten wahrgenommen? Weil Sie kennen alle die Berührungen mit Journalistinnen und Journalisten, also das, was so im Fußball beinahe täglich stattfindet, was man so gefragt wird und wie man sich da verhält. Aber wie ist das jetzt so beobachtet und begleitet zu werden von der Kamera und von dem Team? Also wenn ich kurz anfange, also in meinem Fall war es so, dass die Produzenten, wie Christoph und Gabi, haben uns ja schon seit 98 mit der Kamera verfolgt, also schon 20, 22 Jahre. Und in meinem Fall ist das so, dass man über die Zeit, also wir wurden auch sehr enge Freunde, also ich telefoniere sehr oft mit Christoph und Gabi. Und es hat sich nachher wie ein Familienvideo angefühlt. Ne? Also er kommt zur Hochzeit, er kommt nach uns nach Hause, er kommt zur Arbeit oder zur Uni. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwelche Distanzen gab. Also man hat schon das Gefühl gehabt, dass es sich ein sehr persönliches, wie ein freundschaftliches Gespräch über die Jahre halt war, also schon vom Anfang an her. Mhm. Ja, schon besonders, also der Heiko war ja im Grunde am allerlängsten und intensivsten dabei, weil er auch schon im ersten Film der Trilogie Hauptprotagonist war. Da war ich ja zum Beispiel noch gar nicht so dabei, nur ein paar Mal durchs Bild gehuscht. Und ja, aber natürlich ist es außergewöhnlich. Ich glaube wahrscheinlich auch selbst für eine Langzeit-Doku nochmal außergewöhnlich, so ein langer Zeitraum, über so einen langen Zeitraum verfolgt zu werden. Und natürlich, glaube ich, hat man dann ein bisschen eine andere Verbindung auch zu den Filmemachern als zu anderen Journalisten, die mich dann zum Beispiel später während der Teamkarriere begleitet haben, die dann auch irgendwie ein paar Jahre dabei sind und auch wieder weg sind. Und ja, es ist natürlich eine schöne Erinnerung, weil es ja doch in meinem Fall auch, wir haben uns das halbe Leben lang begleitet und das ist abseits des Themas so auch eine sehr schöne Erinnerung natürlich für uns. Mhm. Ja, ich glaube, dass es eine extrem angenehme Gesprächssituation war, weil jetzt auch zwischen Florian und mir da in dem Film, ich glaube, es kommt ganz gut rüber, wenn sich so zwei Altinternationale dann unterhalten und über früher reden. Ich meine, das machen wir ja irgendwie alle ganz gerne und Anekdoten erzählen. Und in dem Film ist, glaube ich, die erste Sequenz, wo ihr eine Mannschaftsbesprechung habt und da sitzt einer, der Betreuer, und pafft sich da eine. Also insofern glaube ich echt angenehm, sehr angenehm. Und ich glaube auch, dass ich den Film auch unseren Jugendspielern zeigen werde, weil ich meine, gerade an Heiko sieht man ja auch selbst, oder manchmal hat man, glaube ich, prinzipiell das Gefühl, wenn es einer dann aus dem Jugendbereich nicht in den Seniorenbereich schafft und weiß nicht, hunderte von Bundesligaspielen macht, wie jetzt Florian und ich, dass der dann gescheitert ist. Sondern überhaupt nicht, sondern im Optimalfall, dass du auch im Jugendbereich das, was du da an Werte alles mitnimmst, dass du das dann nutzen kannst, um auch in allen anderen Lebensbereichen erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dafür ist Heiko einfach ein tolles Beispiel. Auf jeden Fall. Also das, was Sie, Herr Hesse, an Karriere hingelegt haben, ist natürlich nicht Plan B, sondern das ist für viele, ganz viele Leute Plan A, jetzt in Washington zu sein beim IFF. IWF. Trotzdem die Frage jetzt in Ihre Karrieren zurückgeschaut. Wie wurden Sie in jungen Jahren darauf vorbereitet, auf die Frage, wenn das nicht klappt mit der Profilizenz, welche Lebenswege sind dann die Alternativen? Ist das ein Thema in den Jugendabteilungen? Ja, also dann fang ich mal an. Also ich wurde nicht darauf vorbereitet, sondern ich habe mich selber darauf vorbereitet. Ich war 2 Jahre lang Profi
und habe nebenbei mein Abitur gemacht, aber damals waren die wurde das nicht begleitet, sondern ich musste mich komplett selbst organisieren, hatte zum Glück mit Ottmar Hitzfeld einen Trainer, der das total unterstützt hat. Das heißt, ich bin auch gerne mal, wenn ich Schule hatte, 10 Minuten zu spät zum Training gekommen oder durfte auch 10 Minuten früher gehen. Und wenn ich gar nicht mit trainieren konnte, dann hat Ottmar Hitzfeld sich hingestellt und mit mir Steigerungsläufe oder so gemacht. Also da ist schon ganz wichtig, dass man die Unterstützung der verantwortlichen Person hat. Und das kann man, glaube ich, heutzutage nicht mehr vergleichen. Wir haben ja schon im Jugendbereich nicht nur hauptamtliche Trainer, sondern auch Pädagogen, Psychologen, tolle Schulkooperationen, wo wir dann teilweise noch 2-mal vormittags trainieren können. Also das ist auch ein absolutes Muss im deutschen Fußball, dass du nicht nur aus jedem Spieler den Besten machen sollst oder willst, der er sein kann, sondern auch jedem Spieler den bestmöglichen Schulabschluss erlaubt zu schaffen. Aber es ist interessant, das heißt, Ihr Weg war damals eher noch ein Sonderweg, also es war ein individueller Weg und heute ist es mehr standardisiert, verstehe ich das richtig? Ja, wir schaffen, glaube ich, bessere Rahmenbedingungen. Als bei mir hat das damals noch kein Thema. Aber wir können noch so viel Rahmenbedingungen schaffen und noch so viel Hilfestellung geben. Am Ende ist es immer, wie man heutzutage so schön sagt, die intrinsische Motivation, also die Eigenmotivation, ja, das auch wirklich anzunehmen und nicht zu sagen, ah, ich werde sowieso Profi, es interessiert mich alles nicht, sondern da geht es dann wirklich um, wie man heutzutage auch so schön sagt, Mentalität, Charakter und das dann, was mir zur Verfügung gestellt wird, einfach auch anzunehmen. Ja, wie war das bei Ihnen, Herr Kringel und Herr Hesse? Rückdenken? Also bei mir war es so, dass ich, als ich den Profivertrag dann erst beim BVB unterschrieben habe, dass da auch Bedingung war, dass ich nach Dortmund ziehe. Ich komme ja gewöhnlich aus dem Siegerland und bin früher immer noch eine Stunde nach Dortmund gefahren zum Training und abends wieder zurück. Und da war es Bedingung, einfach aus Gründen der Professionalität, dass ich nicht mehr so viel Zeit auf der Autobahn verbringe. Und dann musste ich die letzten 1,5 Jahre auch in Dortmund zur Schule gehen, habe dort mein Abitur gemacht. Natürlich gab es da auch schon Unterstützung in gewisser Weise vom Verein. Auch andere Spieler haben das genutzt. Für die wurden dann Lehrstellen gesucht über Sponsorenpartner. Aber das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit dem, was heute in den NLZs angeboten wird an Unterstützung. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die Vereine sich da auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Und man verlangt eben viel von den Jungs. Und statistisch gesehen gibt es nicht viele, die tatsächlich dann dort ankommen aus den jeweiligen Jahrgängen. Und da hat man auch einfach eine große Verpflichtung gegenüber den Spielern und auch den Eltern, die teilweise ihre Jungs dort abgeben. Wenn ich mich daran erinnere, dass das ganz früher im Jugendhaus beim BVB lief's teilweise auch noch ein bisschen anders ab. Ne? Da wurde es nicht zwingend kontrolliert, wenn der Spieler gesagt hat, ich habe die ersten 2 Stunden frei. sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung natürlich. Ja, in meinem Fall war es halt so, dass ich das Abitur dann gemacht habe, während der A-Jugend und dem ersten Amateurjahr. Und es war halt wie ein abgeschaffeltes Programm. Also man ging zur Schule bis um 1:30, man ging nach Hause, hat gegessen, ein paar Hausaufgaben gemacht, sich hingelegt und dann fuhr dann irgendwann dann um 5 Uhr der Zug nach Dortmund oder nachher, als ich 18 war, dann mit dem Auto gefahren bin. Und das war halt ein normales Programm in dem Sinne, ne? Und es hilft natürlich auch, wenn man jeden Tag trainiert und man hat dann morgens dann die Schule. Natürlich war es ein bisschen schwieriger, wenn man mal auf Reisen war. Sei es, wir waren jetzt mal in Japan oder in Chile oder woanders mit der Mannschaft. Dann ist man mal 1 oder 2 Wochen von der Schule weg. Aber das war dann auch okay. Also mir ist die Schule jetzt nicht so schwer gefallen, dass ich auch rumkomme. Aus den Erzählungen heraus empfehle ich eigentlich das Sehen aller 3 Filme, nämlich Champions, Halbzeit und jetzt eben Nachspiel. Im Nachspiel erleben wir ja dann quasi in Anführungsstrichen nur sozusagen das Ende ihrer Karrieren oder was draus geworden ist. Aber das, was Sie eben beschrieben haben, diese Entwicklung von der Frage, was passiert eigentlich neben dem Fußball, das kann man in allen 3 Filmen dann richtig nachvollziehen.
Jetzt habe ich nochmal eine sehr persönliche Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten wollen, wirklich können. Gab es den Moment oder eine Phase in der Karriere, im Leben, das gilt natürlich jetzt eher an Herrn Ricken und an Herrn Kringe, wo Sie dachten, Fußballprofi, das ist vielleicht doch nicht der ganz richtige Beruf, ich hätte was anderes machen sollen, also wirklich während der Karriere? Ja, keine Ahnung, ich fange mal an, Florian. Sie sagten gerade eine sehr persönliche Frage, eigentlich nicht. Eigentlich ganz klares Nein. Also natürlich nie bereut, weil ich glaube, der Fußball gibt einem so viel. Und natürlich gibt es auch ein paar Sachen, ja, die sind nicht immer so angenehm, sag ich mal, auch dieser öffentliche Druck, das ist, glaube ich, das Entscheidende, was man nicht unterschätzen darf, immer wieder benotet zu werden in Zeitungen von 1 bis 6 und in seltensten Fällen ist eine 1, worüber man sich dann freut. Man wird aber auch auf der Straße dann auch angesprochen und beurteilt und ja, dieser öffentliche Druck, das kann natürlich schon belastend sein, aber all das, was man sonst erlebt, auch mit den ganzen Erfolgen, auch mit der Anerkennung und Wertschätzung, für mich auch immer ein Antrieb gewesen, weil in welchem Beruf würde ich oder hätte ich so viel Wertschätzung und Anerkennung bekommen wie als Fußballer, aber höchstwahrscheinlich in keinem. Deshalb und hat mir natürlich jetzt auch die Chance gegeben, Nachwuchskoordinator zu sein. Also deshalb bei mir gab es nie den Augenblick, das in irgendeiner Weise zu bereuen. Ja, geht mir genauso. Es ist ja, ich meine, lange Zeit auch schon bevor ich Profi war, Fußball gespielt, einfach aus der Leidenschaft heraus. Und natürlich wird es dann ein Stück weit auch Beruf. Und man muss sich eben auch mit solchen Dingen auseinandersetzen, wie Druck, öffentlicher Druck und schlechte Bewertungen auch mal oder eben unangenehme Gespräche auf der Straße. Gleichzeitig die Leidenschaft dafür ist nie verloren gegangen. Und ich glaube, dass wir einfach dadurch auch ein unheimlich privilegiertes Leben hatten und haben immer noch. Dafür bin ich total dankbar und ich bin froh, dass ich mich nicht mit einem Plan B beschäftigen musste, zumindest nicht während der aktiven Karriere. Das führt mich zur letzten Frage. Haben Sie jetzt schon die Spur gelegt, nämlich das geht dann wieder auch an alle drei. Die Frage, was Sie so als wesentlichste Erfahrung oder auch Prägung aus der Zeit mitgenommen haben. Ich glaube, dieser Job ist ja sehr anstrengend und sehr intensiv und das prägt einen ja, glaube ich, für das ganze Leben. Und wie kann man das auf den Punkt bringen? Es gibt doch schon einige Eigenschaften. Natürlich, wie man jetzt mit Niederlagen oder Rückschlägen umgeht, auch im späteren Leben, dass halt Fußball halt immer ein Teamsport ist und das Leben ist im Endeffekt auch ein Teamsport. Man geht halt nie ganz alleine durch das Leben. Der Ehrgeiz, der Wille und und das im Endeffekt die Tatsache, was auch Mo immer sehr gut in dem Film auf den Punkt bringt, dass man halt glücklich ist oder glücklich sein sollte und dass man trotz Rückschlägen halt im Fußball oder manchmal auch im Leben, dass man halt dass das Leben halt in gewissen Bahnen ist, dass man dann als Mensch oder in der Familie und mit Freunden danach halt sehr glücklich sein kann und auch vom Fußball auch halt sehr viele Dinge auch mitgenommen hat oder mitnehmen kann. Also ich würde da mal bei Heiko anschließen, sehe das ähnlich. Für mich ist so der Begriff Widerstandsfähigkeit. Also ich habe zwar eine herausragende Anzahl meiner Spiele gewonnen, aber natürlich auch ganz bittere Niederlagen hinnehmen müssen. Daran wächst du einfach. An Niederlagen, wenn du mal schwierige sportliche Situationen hast, musst du dich dort herauskämpfen. Du hast mal vielleicht einen Mitspieler, der auf deiner Position ist, der besser als du bist. Du fühlst dich vielleicht auch mal ungerechtfertigt behandelt von der Presse und so weiter. Also und da einfach eine Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Und ich merke das jetzt auch, wir haben jetzt Corona, das ist Krise. Ich will nicht sagen, daran gehe ich auf, aber da habe ich dann tatsächlich schon richtig Bock drauf. Also ich weiß, ich glaube, ich war
Wir haben ja 100 Mitarbeiter im NLZ seit Corona, glaube ich, jeden Tag auch im Büro gewesen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ich aus meiner aktiven Karriere mitgenommen habe und natürlich Leidenschaft für seinen Beruf. Das war als Spieler so und jetzt auch als Nachwuchskoordinator. Ich kann mich um junge Spieler kümmern, kann denen helfen, dass sie beste Fußballer werden, dass sie sich persönlich entwickeln, dass sie einen besten Schulabschluss schaffen. Also für mich ist so Widerstandsfähigkeit und Leidenschaft für den Beruf das, was ich so mitgenommen habe. Ja, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also es betrifft ja zum einen die sportliche Komponente und so die persönliche Entwicklung. Das ist ja schon angesprochen worden. Da kannst du natürlich viel mitnehmen. Durchsetzungsvermögen, aber auch eben was so Sozialkompetenzen angeht. Ne? Teamfähigkeit, sich da einzuordnen, auch mal unterzuordnen, aber trotzdem gleichzeitig auch durchsetzen zu müssen. Wie Gespräche mit Trainern über die Entwicklung, mit den Vorgesetzten sozusagen. Das ist ja alles, was dich vielleicht dann auch später in einem anderen Berufsleben dann auch wieder begleitet, ne? Wo man viel von mitnehmen kann. Und insofern glaube ich, das wurde auch im Film schon mal erwähnt, das ist eine ganz gute Schule fürs Leben, weil einfach unheimlich viele Situationen wir erlebt haben, die man eben auch auf andere Bereiche im Leben später übertragen kann. Insofern war es, glaube ich, sehr lehrreich, oftmals. Danke. Vielen Dank für das offene Gespräch. Und wirklich von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass Sie in diesem Film mitgewirkt haben, weil das ist wirklich ein unglaublich sehenswerter Film, auch ein Dokument über das, was hinter den Kulissen im Fußball passiert, was wir so oft ja nicht erleben. Wir gucken alle die Spiele, wir gucken die Sportschau und sehen immer das, was vorne passiert. Das ist das Spannendste, klar, aber die Stories, die ich erlebe in dem Film über Sie, das finde ich sehr erzählenswert und großartig. Danke dafür. Alles Gute.